Dann hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem heutigen Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Ich begrüße dazu ganz herzlich an meiner Seite die beiden Trainer vom Karlsruher SC, Christian Eichner, genauso wie unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Und den Gästen gebührt wie immer das erste Wort. Herr Eichner, Ihr Fazit zum Spiel, bitte. Ja, vielen Dank, guten Tag. Zunächst mal an alles, ganz ungewohntes Bild, dass alle mal da sind. Zunächst mal Glückwunsch, Frank, zu dem Heimsieg gegen uns am letzten Spieltag, umgekehrt wie letztes Jahr. Glückwunsch an der Stelle auch an die beiden Aufsteiger, die das direkt geschafft haben am Ende. Ja, zum Spiel ist relativ einfach formuliert. Es ist ein Spiegelbild der letzten Wochen von uns gewesen. Ich glaube, wer in Heidenheim, ich weiß nicht, was es am Ende waren, 8:0 Ecken, glaube ich, hat, wer das ein oder andere Mal Aluminium hat, wenn man weiß, wie schwer es hier auf der Ostalb, wie rau es ist, was man mir sonst immer erzählt von anderen Clubs, und wir wissen das aus eigener Erfahrung, der, wenn er verantwortlich ist für seine Mannschaft, war sehr einverstanden. Vor allem, was die ersten 25, 30 Minuten anbelangt, da muss meine Mannschaft für mich in Führung gehen, verdient. Danach waren so 5 bis 10 Minuten, ich will nicht sagen, wo sie das Gegentor angedeutet hat. Den Eindruck hatte ich nicht, aber wo Heidenheim griffiger wurde, wo sie so in ihr Spiel mehr reingekommen ist. Wir haben dann viele Bälle so ein bisschen im Halbfeld verloren, wo die Kompetenz von Heidenheim sehr hoch ist in diesem Infight und aus diesen Aktionen sie natürlich immer wieder brandgefährlich sind. Trotzdem viel, und das ist in der Liga jetzt nichts Schlimmes, oder keine Seltenheit, fiel das Tor so ein bisschen für mich aus dem Nichts. Und ja, auch so ein bisschen 50-50-Ding im eigenen 16er, dann liegst du wieder 1:0 zurück. Und kurze Zeit später dann auch noch das Zweite. Und das hat nicht so ganz den Spielverlauf wiedergespiegelt, aber das interessiert nach dem Spiel eigentlich nicht wirklich jemanden in der Liga. Deswegen mussten wir das akzeptieren. Wir haben in der zweiten Halbzeit nochmal alles versucht. Ich glaube, auch in dieser Halbzeit, Frank wird es mir hoffentlich nicht verübeln, wenn ich mal diese Konterchancen wegnehme und diese beiden Abseitstore, hatten wir wahrscheinlich wieder die klarste Chance der zweiten Halbzeit oder zumindest auch eine richtig klare, wo du nochmal verkürzen kannst. Und dann wird es, glaube ich, schon nochmal spannend hier. Und dann hat uns so ein bisschen im 16er, in beiden 16ern, wie die letzten Wochen auch, ich benutze das Wort nicht, aber wer lange genug im Fußball dabei ist, der weiß, was ich meine, gefehlt. Und deswegen verlieren wir das letzte Spiel. Das war unnötig. Das war für mich fast das unnötigste Spiel der letzten Wochen, wo wir verloren haben. War so ein bisschen deckungsgleich wie in Hannover. Aber das müssen wir akzeptieren. Zum Schluss, großes Kompliment und Dankeschön an die Mannschaft für das, was sie dieses Jahr wieder gemacht hat. Wir finden uns dieses Jahr, glaube ich, realistisch eingeschätzt im Tabellenbild wieder. Das kann mal Platz 9 sein, das kann, wenn richtig top läuft, auch mal rund um Heidenheim sein, wie letztes Jahr. Das kann aber auch mal wehtun und Platz 15 sein. Und wenn wir uns allen dessen bewusst sind, dann werden wir weiter erfolgreich bleiben. Die Mannschaft hat dieses Jahr ihre Ziele sorgenfrei erreicht, hat im Pokal Spaß gemacht, hat bundesweit mal wieder gezeigt, dass in Karlsruhe so Schritt für Schritt mal wieder was entsteht. Und deswegen hat die Mannschaft, alle Mitarbeiter, der ganze Club auch von meiner Stelle ein herzliches Dank, ein großes Kompliment, was auch die letzten Monate wieder weggearbeitet wurde. Und zu guter Letzt auch an die Zuschauer. Ich glaube, die haben ein extrem feines Gespür, was unseren Club, unsere Mannschaft anbelangt, wie sie sich auch immer wieder präsentiert, wer 14 Mal Rückstände aufholt in der Saison und zu Punkten kommt. Ich glaube, das ist das, was man sich als Fan wünscht. Was man sich als Trainer wünscht, ist, dass die Qualität in beiden 16ern hochgeht im neuen Jahr. Vor allen Dingen in dem, wo unser Torwart steht. Und ja, zum Schluss hat es mich einfach auch gefreut, dass wir auch die Akademie heute im Boot hatten. Wenn man sieht, dass wir 4 eigene Spieler von Beginn an auf dem Feld hatten. Ich glaube, da gilt auch ein großes Kompliment nach unten. Und deswegen, wenn ich das Ergebnis wegnehme, erleben wir einen zufriedenen Trainer, der allerdings ein paar Aufgaben mitnimmt. Das ist auch gut, aber meine Frau wird sich keine Sorgen machen müssen. Ich werde auch ein paar Momente abschalten können. Frank, dir einen schönen Urlaub. Und ich hoffe, du hast deinen Jungs nicht einen so harten Plan mitgegeben, für den du scheinbar bekannt bist. Dankeschön. Vielen Dank. Frank, zunächst dein Fazit zum Spiel, bitte. Ja, eigentlich erstmal Dankeschön für die Glückwünsche und das vorweg auch euch eine gute, erholsame Zeit. Und nächstes Jahr kreuzen sich unsere Klingen ja wieder. Es war sehr ausführlich, so ausführlich mache ich es heute nicht, weil da reden wir morgen, glaube ich, drüber.
was das Fazit der Saison ist. Ich glaube, so ein bisschen Spiegelbild auch vom Hinspiel, da haben wir uns geärgert, gegrämt, dass wir zur Halbzeit zurückgelegen sind, obwohl wir viele klare Chancen gehabt haben, zum Schluss noch das 3-3 hätten machen können. So ist der Fußball manchmal. Wir hatten viele Auswärtsspiele auch, wo uns einfach dann auch die Effizienz einfach gefehlt hat. Die hat heute im KSC, glaube ich, auch gefehlt. Wobei man sagen muss, bei 4 von diesen Großchancen verlieren wir, glaube ich, dreimal den Ball unnötig und laden den Gegner so ein bisschen ein. Zum Glück sind wir schadlos geblieben in der ersten Halbzeit, aber auch in der zweiten Halbzeit zweimal. Ganz aus dem Nichts, glaube ich, kam das Tor nicht, weil wir haben umgestellt, weil wir erkannt haben, dass da was falsch läuft. Der KSC hat ein bisschen anders gespielt, hat es gut gemacht über die Außenverteidiger, wo wir schwach besetzt waren. Und da kam dann viel Gefahr, wie, glaube ich, in der 5. Minute mit der Flanke und dem Kopfball oder der Ballannahme von Hoffmann, der den Ball am Pfosten dann setzt. Auch dann die zweite große Chance, wo an die Latte geht, war ein Riesending, gab nochmal eine große Chance und dann war klar, wir müssen umstellen. Das können wir so nicht halten, das haben wir gemacht, ohne Größe zu verlieren, weil 8-0 Ecken, das muss man auch wegverteidigen, das haben wir dann auch gemacht. Und ja, Kevin Sessa hat die neue Position, glaube ich, gut getan. Wir haben dann aber selber die Tore auch zweimal über den Flügel vorbereitet, was auch sehr gut war. So ein Doppelschlag, wenn der Gegner dann seine drei Chancen nicht nutzt, dann zuzuschlagen, das tut dem Gegner natürlich auch weh. In der zweiten Halbzeit, glaube ich, fand ich jetzt nicht, dass wir jetzt da einen großen Sturmlauf überstehen mussten. Und trotzdem waren es wieder die eigenen Fehler, die hätten das 2-1 bringen können. Abseits ist Abseits, das hat uns gut getan. Ein 3-0 wäre heute die Entscheidung gewesen, da wäre der KSC nicht mehr zurückzukommen. Aber wenn ein Tor fällt, dann reicht die heute nicht die 92. Minute, weil nach 90 abgepfiffen worden ist, aber die 89. um noch vielleicht einen Punkt mitzunehmen. Aber am Ende, ja, haben wir das ein bisschen umgedreht, haben ein bisschen dann auch Spielglück gehabt, aber haben die zwei Tore gemacht, haben in der zweiten Halbzeit dann viel besser gespielt, wenn man die zwei Ballverluste wegnimmt im zentralen Mittelfeld. Und deswegen war es für uns jetzt einfach nochmal wichtig, die zwei Spiele zu gewinnen. Ich habe es gesagt, ein Déjà-vu ist ja eigentlich ein gleiches Erlebnis, Ereignis, aber es war eine gleiche Konstellation und wir wollten es umdrehen. So war es heute, letztes Jahr von 8-6, von 6-8. Dieses Jahr von 8-6 zwei Plätze gut gemacht, was in den Zeiten von Corona natürlich sehr, sehr wichtig ist für unseren Verein. Und wenn hier dann über Erwartungshaltung und was ist normal letztendlich ist, dann darf man das auch nicht vergessen. Ich sehe das nicht als selbstverständlich. Wir haben jetzt die letzten, glaube ich, 4 Spielzeiten nimmt, dann sind wir besser als Platz 6 in der Liga. Jedes Jahr mit Schwergewichten, wo es Mannschaften gibt, ein Drittel, die eigentlich immer vorm 1. FC Heidenheim stehen müssen. Und die Mannschaft hat sich jetzt von den letzten Ergebnissen nicht so beeindrucken lassen, hat in Regensburg ein astreines Spiel gemacht und heute gegen den offensivstarken Gegner, der eigentlich immer trifft, ein gutes Spiel gemacht, die Punkte mitgenommen. Deswegen 34 Spieltage vorbei, jetzt haben wir Platz 6, da kann niemand mehr was drehen. Und deswegen auch von meiner Seite an meine Mannschaft Riesenkompliment. Es gab viele Höhen, aber es gab auch zwei, drei Täler, wo wir aber ehrlich, sehr ehrlich miteinander umgegangen sind und das weggesteckt haben. Und ich glaube, dass uns das genauso auszeichnet, der Zusammenhalt im Verein. Jeder, der hier arbeitet, der hier arbeiten darf, der hat seinen Teil dazu beigetragen, dass wir wieder gut abgeschnitten haben. Und deswegen freuen wir uns jetzt auf die freie Zeit und die Erholung, weil der Akku wieder aufgeladen werden muss. Und abschließend auch noch von mir an die Medienvertreter, vielen Dank für die Saison. Ist nicht immer ganz einfach mit mir, das weiß ich, aber sind wir ehrlich, alles Gute. Danke, Frank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Wenn ja, bitte ich um kurzes Handzeichen. Bis das Mikro kommt, Benjamin Post, alle Nachrichten macht den Anfang. Erste Reihe, bitteschön. Ja, Frank, Glückwunsch erstmal. Und, danke. Ja, emotional heute auch mit Robert Leipertz der Abschied. Du hast ihn jetzt auch lange begleitet. Kannst du ein bisschen was zum Verhältnis sagen und was dir so zu ihm einfällt auch als erstes? Ja, insgesamt ein sehr gutes Verhältnis. Freundschaftlich ist übertrieben, aber schade, dass er geht, weil er weiß, wo er funktioniert und warum vielleicht auch. Aber das geht in beide Richtungen. Der Leipi trägt sein Herz am rechten Fleck, auch manchmal ein bisschen zu viel auf der Zunge. Und ein sehr wichtiger Spieler für uns, auch heute, das hat man gesehen, sehr umtriebig. Wir werden ihn schon vermissen, aber es war seine Entscheidung, letztendlich zu gehen. Das muss man akzeptieren. Jetzt ist er, glaube ich, Holle, wie alt ist er? 29? Ich glaube, er kommt nicht mehr. Wahrscheinlich eher nicht. Das ist ein bisschen schade und deswegen auch sehr emotional. Ich habe ihm das nochmal mit auf den Weg gegeben vor dem Regensburg-Spiel. Leipi, 5,5 Jahre. Die letzten Spiele waren nicht so. Schau, dass du einen guten Abschluss hast. Und es war nochmal für mich herausragend, wie er in beiden Spielen gespielt hat. Im Übrigen hat er sich verletzt.
so leicht am Muskel am Donnerstag. Und wer genau hingeschaut hat, der hat gesehen, er hat keinen Sprint 100% angezogen. Und trotzdem habe ich ihn gebracht, weil er gesagt hat, ich möchte spielen, ich kann spielen. Und deswegen, wir werden ihn vermissen. Aber ich bin mir sicher, er wird uns relativ bald auch vermissen. Thomas Jentscher, bitteschön, Heidenheimer Zeitung. Zu der Umstellung, das war dann der Wechsel von Geipel zu Kühlwetter oder war das verletzungsbedingt? Ja, die Auswechslung war doch klar. Es war der Wechsel. Einer ja, raus, einer rein ja. Und von Dreierkette zur Viererkette, von einem 3-4-1-2 zu einem 4-4-2 flach, um die Flüge besser zu bekommen, war ein rein taktischer Wechsel, hat nichts mit der Leistung von Andi Geipel zu tun gehabt. Aber mir war wichtig, ich kann keinen Spieler rausnehmen, der eine gewisse Größe hat. Bei der Wucht, bei den Standards, die der KSC hat, da waren wir sogar einen Tick unterbesetzt und deswegen hat es einen kleineren getroffen heute. Aber es war rein taktisch. Immer auf die Kleinen. Wenn ich noch nachschieben darf, hätte eigentlich die Saison jetzt weitergehen können. Das waren jetzt zwei Spiele mit dieser Dreierkette, mit dieser Effektivität. Oder seid ihr trotzdem froh über die Pause? Das hat mit der Dreierkette nichts zu tun, weil die war alles andere als effektiv heute. Das muss man ehrlich sagen. Wir hatten große Probleme. Der Gegner hat auch umgestellt, hat Überzahl geschaffen am Flügel. Und der KSC steht schon für ein gutes Ballbesitz- und Positionsspiel. Das haben sie dann gut ausgespielt, wie ich es eben gesagt habe, mit dem Pfostenschuss von Hoffmann, wo wir keinen Zugriff gehabt haben. Aber es ist eine Alternative. Das hat in Regensburg viel besser geklappt. Aber Gegner stellen sich auch immer wieder drauf ein. Es ist wichtig zu sehen, dass wir beides können, was wir auch trainieren, was auch in uns drin sein muss. Aber jeder weiß, wir sind jetzt nicht so fixiert auf eine klare Grundordnung, wie es vielleicht andere Vereine oder auch der KSC ist, der meistens im 4-3-3 spielt. Wir definieren uns schon über die Basis in der Liga, gut anzulaufen, gut zu pressen. Und wenn das nicht so funktioniert, dann muss man auch umstellen. Und deswegen, nein, es ist nicht gut. Es wäre nicht gut, wenn es weitergeht. Es ist gut, dass jetzt Pause ist. Wir haben Platz 6, wir haben 2 Plätze gut gemacht. Und sowohl die Mannschaft wie auch das Trainer-Funktionsteam, der Verein, alle Verantwortlichen, wir haben viel investiert und dann brauchen wir auch eine Pause, damit man wieder viel investieren kann. Gibt es noch weitere Fragen? Nicht der Fall, dann darf ich mich unserem Trainer nochmal anschließen. Vielen Dank für die Zusammenarbeit in dieser Saison. Unseren Gästen eine kurze, angenehme Heimfahrt und bis nach der Sommerpause. Ciao.